Robin spielt. Ja, und? Er ist spielsüchtig. Und ich denke, er braucht Hilfe. Heißt das, du willst mich heiraten? Ja. Wenn Sie eine bestimmte Karte ziehen, und nur dann, müssen Sie nach uralter Überlieferung das Medium küssen. Und ich gehe mal davon aus, mein Medium sind Sie. Aber du musst eine Therapie machen. Willst du mich jetzt allen Ernstes in eine Klapse stecken, oder was? Wenn du dir nicht helfen lässt, dann kann ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Liebst du mich denn nicht mehr? Doch, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Gerade deshalb will ich nicht mit ansehen, wie du dich kaputt machst. Das übertreibst du nicht gleich. Du hast ein Problem. Warum willst du das nicht einsehen? Ja, vielleicht ist das mit der Zockerei ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber ich krieg das hin. Du brauchst Hilfe. Dann hilf du mir. Das kann ich nicht. Du musst eine Therapie machen. Oh, Therapie? Du tust gerade so, als hätte ich sie nicht alle. Nein, aber du bist süchtig. Ja, ich spiele gerne, das ist alles. So gerne, dass du lügst und stiehlst und unsere Beziehung kaputt machst. Sind dir die Pferdewetten und Spielkarten denn wirklich wichtiger? Nein, natürlich nicht. Dann tu, worum ich dich bitte. Tu's für dich. Oder bedeutet dir unsere Beziehung gar nichts mehr? Wie kommst du darauf? Heißt es, du machst es? Wenn dir das wirklich so wichtig ist. Wie viele Karten, sagten Sie, sind in so einem Spiel? 78. 78. Tja, dann ist das wohl ein ganz großer Zufall. Zufall? Das ist Fügung. Die Wege der Vorsehung sind mitunter sehr verwirrend. Dennoch bin ich gerne bereit, dem Schicksal Tribut zu zollen. Nein, so schnell bin ich nicht zu haben. Entschuldigen Sie mal, aber sagten Sie nicht gerade, wenn ich die Karte der Lebenden aufdecke, dann muss ich mein Medium küssen? Ja, wenn es wirklich Schicksal gewesen wäre. Aber manchmal muss man da ein bisschen nachhelfen. Corriger la fortune, sagt der Franzose. Ist das die Retourkutsche für den Ganesha, den ich Ihnen vorausgesagt habe? Wenn das der Fall ist, dann fasse ich Ihre Korrektur als Kompliment auf. Na, bilden Sie sich da nicht zu viel ein. Sie sind mir ein Rätsel. Suchen Sie die Lösung. Ich finde das gut für meine Brautjungfer. Ach! Ich habe das Brautkleid gesehen. Aber du bist doch gar nicht der Bräutigam. Florian ist ein Glückspilz, was? Achte du lieber drauf, dass Florian morgen fit ist. Ach, du meinst den Junggesellenabschied? Ich kann nicht mal für mich selbst garantieren. Na, hoffentlich ist da nicht mehr los als auf meiner Feier. Brandner? Wie heißt das eigentlich bei Frauen? Jungfrauenabschied? Das ist viel. Ja, ja. Wo ist er denn? Geht es ihm gut? Hat sie ihn gefunden? Sag ihr, sie soll Robin ans Telefon holen. Ja, ja, Cecil, danke. Auf bald. Robin ist bei Cecil. Er sieht ein, dass er spielsüchtig ist und dass er Hilfe braucht. Ich guck nur. Ich sag ja gar nichts. Ich soll dich übrigens schön von Arno grüßen, mit dem habe ich gerade telefoniert. Und worüber?
dass das Problemkind wieder reumütig zurückgekehrt ist, oder was? Hm? Es tut mir leid. Sollen wir nachher ein bisschen raus? Das Wetter ist so schön, wir könnten picknicken oder so. Zu Florians Junggesellenabschied sind wir natürlich wieder zurück. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bleib lieber hier. Aber es bringt doch nichts, wenn du dich jetzt abkapselst. Sag mal, reicht's jetzt langsam mal? Was denn? Ich mach diese Scheißtherapie. Also behandle mich nicht ständig, als wäre ich krank. So war das überhaupt nicht gemeint. Scheiße, es tut mir leid. Ich will nur nicht ständig daran erinnert werden. Verstehe ich schon. Florian. Guten Tag. Ich habe einen wunderschönen Tisch für Sie. Danke, ich komme allein zurecht. Edel. Ist das böhmisches Glas? Was machen Sie denn hier? Sie waren gestern so schnell weg. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Dem Spruch konnte ich noch nie was abgewinnen. Da sind wir mal wieder unterschiedlicher Meinung. Darf ich Sie trotzdem heute Abend einladen? Das dürfen Sie, aber ich weiß nicht, ob ich es einrichten kann. Ich kenne deine nette kleine Cocktailbar. Nur eine? Kommen Sie schon, geben Sie mir wenigstens eine Chance, das Rätsel zu lösen. Ach, dann müssen Sie es schon etwas subtiler anfangen. Gut, dann machen Sie halt einen Vorschlag. Treffen wir uns doch in einer netten kleinen Cocktailbar. Das ist eine gute Idee. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Ich komme Sie dann später abholen. Gut, Florian. Bis dann. Ciao. Tja, sieht so aus, als ob meine Sorge völlig unbegründet gewesen wäre. Du kennst mich doch mittlerweile, Bruderherz. Wenn ich was haben will, habe ich es noch immer bekommen. Tja. Probier doch mal bitte. Echt? Ich auch. Ja, du bekommst auch, ja. Mhm. Gut. Ja, fehlt nur noch der Alkohol. Wieso? Ich finde, das geht auch ohne. Wieso denn? Nico hat recht, so ein bisschen Sekt, das kann überhaupt nicht schaden. Weißt ja, Florian ist immer ein bisschen zu besorgt. Aber deine Schwangerschaft läuft doch ohne Probleme, oder? Ja, klar. Völlig. Kein Wunder bei den Eltern. Was haltet ihr hier vor? Oh, viel. Ja, warum sollen nur die Männer saufen, ne? Danke, Nicole. Kennt ihr das? Oh nein. Wer nicht alle auffängt, Bier auf Ex. Okay. Du fängst an. Na gut. Mein Sohn! Ja, nicht schlecht. Du bist dran. Oh nee, Kinder, lass den alten Mann raus. Nee, drücken geht nicht. Komm. Oh, mein Vater, in einem Zug. Ach nein. Doch, los. Hey, Felix, setz dich doch. Gibt's was zu feiern? Florian heiratet morgen. Gratuliere. Ja, danke. Komm, nimm meinen Platz. Wie, du willst schon gehen? Solche Spielchen habe ich keine Chance. Außerdem willst du deinen alten Herrn den ganzen Abend dabei haben? Ach, so lang wird's nicht werden. Ich bin auch nicht mehr der Frischeste. Na ja, mal. Drücken geht nicht. Bleib bei mir, dann verträgst du mehr. Okay. Sag Isabel einen schönen Gruß. Ich denke an sie. Mach ich gern. Ciao. So. Wie, ich schon wieder? Jo. Okay. Drücken geht nicht, ja? Oh. Na gut. Ja, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Jo. Was Flori jetzt wohl macht? Na, das ist bei Männern nicht schwer zu erraten. Wahrscheinlich irgendwelche Trinkspielchen. Endlich, ich will mal mit meiner Freundin tanzen. Du auch? Ja, ja, ich komme. Komm. Dann wird doch noch ein Picknick. Das war eine gute Idee von dir. Gern geschehen. Hm. Weißt du, was du im Kleid übrigens
zum Anbeißen aussieht. Danke. Hey, das ist die letzte. Na und? Rück sie raus. Nee. Reingefallen. Du solltest dich mit mir nicht um die Beute streiten, Clyde. Tja, dann machen wir ab heute halt wieder gemeinsame Sache, Bonnie. Okay. So, und gibt's eigentlich unseren Oldtimer noch? Mhm. Wir sind nie damit gefahren, ne? Kann man damit auch fahren? Ja, auf der Rückbank war es natürlich viel interessanter. So, so interessant. Hm, du weißt doch, was ich meine. Hm? Komm, lass uns doch einfach die Karre schnappen und irgendwo hinfahren. Wohin willst du denn? Egal, ganz weit weg und am liebsten für immer. Wir können doch irgendwo anders hingehen und ganz von vorne anfangen. Und was wird denn aus der Therapie? Du bist dann meine Therapie. Robin, bitte. Du hast mir gestern Abend was versprochen, erinnerst du dich? Ja, aber 4 Wochen Strand mit dir, ohne Pferderennen und ohne Karten, das ist doch die beste Therapie, die es gibt. Auch ohne Klinik. Du machst dir schon wieder was vor. Nein, aber so lange halte ich es ohne dich einfach nicht aus. Dann komme ich eben mit. Gemeinsam stehen wir das durch. Tut mir leid, wir haben schon geschlossen. Ach, das ist okay, der Herr will zu mir. Okay. Schönen Feierabend. Danke. Ihnen auch. Ihr Kellner ist ja rigoros. Nein, Angelo ist eine treue Seele. Auf den lasse ich nichts kommen. Er ist bestimmt auch froh, eine solche Chefin zu haben. Schon möglich. Tut mir leid, ich habe noch etwas zu tun. Ich möchte die Abrechnung gerne fertig machen. Kein Problem, ich warte so lange. Darf ich Ihnen denn in der Zwischenzeit was zu trinken anbieten? Tun Sie einfach so, als wäre ich gar nicht da. Durcheinander gekommen. Soll ich es nochmal nachrechnen? Durcheinander gekommen, nicht durcheinander. Haben Sie Kopfschmerzen? Oh nein, der Nacken tut mir heute ein bisschen weh. Soll ich Sie massieren? Nein, ehrlich, ich kann das wirklich gut. Ich habe quasi heilende Hände. Na dann. Sagen Sie, wenn es weh tut, ja? Nein, es ist wunderbar so. Ich habe übrigens gerade umdisponiert. Wie wäre es, wenn wir einfach hier bleiben? Von mir aus gerne. Na, dann wäre das auch geklärt. Auf die letzte Nacht in Freiheit. Nicole, nochmal dasselbe bitte. Klar. Oh. Da musst du jetzt durch. Ich heirate nie wieder. Das wollen wir aber auch hoffen. Hi, Isabel. Schauen darf man wohl noch, oder? Da bin ich nur, ist alles so geil. Hi, Süßer. Gibst du mir einen aus? Entschuldige, ich heirate morgen. Kein Grund mehr. Komm schon, sei ein Gentleman. Willst du es nicht bereuen? Was soll das? Hat dich nie bestellt? Tja, genieß es einfach. Unser Geschenk. Sei doch nicht sauer. Ich wollte dich nicht unter Druck setzen oder kontrollieren. Ich dachte einfach, du willst mich dabei haben, aber das habe ich dann wohl falsch verstanden. Ich habe gedacht, wir wollen uns heute schön machen, ohne an den ganzen Scheiß zu denken. Aber es bringt doch nichts, wenn wir das Thema verdrängen. Ach, verdrängen. Wir können nicht mal mehr einen schönen Abend miteinander verbringen. Das ändert sich doch wieder. Ja, und wann?
Ich mache echt alles falsch. Das stimmt doch nicht. Es geht hier nur um deine Spielsucht und die werden wir auch bald wieder los. Glaubst du? Ich liebe dich. Und ich glaube an dich. Uns bringt nichts auseinander. Und gemeinsam schaffen wir das. Jetzt gib's ehrlich zu, es hat dir gefallen. Dazu sage ich nur was in Anwesenheit meines Anwalts. Florian, ich bin noch da. Ja gut, sie war schon ziemlich heiß. Ja, das Gegenteil zu behaupten, wäre auch ziemlich zwecklos. So, jetzt trinken wir noch einen. Nee, sonst habe ich morgen so einen Schädel. Ach komm, stell dich nicht so an. Jungs, ich will von meiner Hochzeit morgen noch was mitbekommen. Isabelle ist doch auch noch nicht da, den willst du nicht vor ihr schlapp machen. Doch, das will ich. So, es war wunderschön mit euch. Auf Wiedersehen. Was machen wir jetzt noch? Vielleicht noch was tanzen gehen? Moment, da habe ich eine bessere Idee. Kompliment, super Show. Wirklich gut. Stimmt, da war alles dran. Danke, hat Spaß gemacht für euch. Ist der Bräutigam ins Spiel schon gegangen? Deine Einlage war zu viel für mich. Ich hätte da noch einen kleinen Job für dich. Hast du Zeit? Kommt drauf an. Einverstanden? Den Preis bestimmst du. Okay. Was hast du jetzt vor? Ich bin gleich wieder da. Wenn du gleich wiederkommst, vergesst du nicht. Hey, du musst vertrauen mir. Was haben Sie damals als Profiler eigentlich genau gemacht? Täterprofile erstellt. Man hat ein Verbrechen und überlegt, wer so etwas tun könnte. Welche besonderen Eigenschaften der Täter haben muss. Puh, das klingt schwierig. Da gehört viel Psychologie dazu. Ja, und Sie müssen sehr einfühlsam sein. Sie haben mir doch auch erzählt, dass Sie in Russland gearbeitet haben. Muss man sich da nicht unheimlich gut mit der Gesellschaft auskennen? Doch schon. Deshalb habe ich in der Zeit vorwiegend Leute angelernt. Also nur Basiswissen weitergegeben. Ach, Russland hat mich schon immer fasziniert. Die Literatur, die Kunst. Also dann, na zdrowie. Obwohl das in Russland niemand sagt. Ach nein, ich dachte, so postet man dort. Deshalb wechseln sie in Polen. Na, da lerne ich was dazu. Wie sagt man denn auf Russisch? Savasche zdrowie. Savasche zdrowie. Ich kenne auch etwas Leichteres. Saliubov. Saliubov. Und worauf haben wir jetzt getrunken? Hört man das nicht? Saliubov, sagen Sie es mir. Finden Sie es raus. Es ist ganz leicht. Apropos Liubov. Ich hatte noch etwas von Ihnen. Oh. Damit Ihr Spiel wieder komplett ist. Behalten Sie sie, vielleicht bringt sie Ihnen noch einmal Glück. Das hoffe ich sehr. Zum Beispiel heute Abend. Thank you.
sauber bin? Sei schon wieder da. Ihr geht jetzt runter und wartet unten. Oder die sind noch weitergezogen. Hey. Oder die warten auf uns. Cecile, ich glaube, es ist für uns beide besser, wenn ich aus deinem Leben verschwinde. Bitte verzeih mir, dass ich mich so heimlich davongestohlen habe. Aber ich hätte mich sonst nie von dir losreißen können. Denn ich liebe dich über alles, auch wenn ich dich jetzt verlasse. Sicher denkst du, ich will mich vor der Klinik drücken, aber das stimmt nicht. Ich würde dorthin gehen, wenn das Spielen wirklich das Problem wäre. Mir ist nämlich klar geworden, dass ich immer in deine Welt aufgenommen werden wollte, obwohl ich da gar nicht hingehöre. Dadurch bin ich aus dem Gleichgewicht geraten und muss erst wieder zu mir selbst finden. Vielleicht können wir ja eines Tages nochmal von vorne anfangen und endlich glücklich werden. Ich wünsche es mir so sehr, denn mein Herz ist immer bei dir. Ich weiß, dass ich dich furchtbar verletze, dennoch zweifle bitte nicht an meiner Liebe. Verzeih mir. Dein Robin. So geht's weiter. Wissen wo? Das hier ist meine. Schatz, ich weiß echt nicht, wie die hier reingekommen. Sag am besten nichts. Angelo ist am Telefon, Mann. Soll er später anrufen? Wer? Ja, jetzt lass dir was Gutes einfallen. Ja? Alexa, wo steckst du? Du solltest vor einer halben Stunde hier sein. Ja, tut mir leid. Wir hatten Stromausfall.